Auf der Kinderstation trifft Schwester Luisa jetzt auf eine Unbekannte. Oh, wer bist du denn? Ich bin die Lena. Die Lena? Wir haben doch gar keine Lena momentan auf Station, oder? Ja, ich bin von meiner Mutter abgehauen. Wie, du bist von deiner Mama abgehauen? Von zu Hause? Nein, die besucht meine Tante unten auf der Inneren. Ach so, hat sie keine Lust, da unten zu bleiben? Ja, ist langweilig. Glaube ich, was liest du da? Halten Sie sich ja an die Hygieneregeln? Natürlich. Warum sitzt du da mit dem Popo hier auf dem Tisch? Alles in Ordnung? Ja. Dich setzen? Wirkt es gerade so ein bisschen, als wäre dir schwindelig. Ja, mir ist schwindelig. Oh, okay, pass auf, ich rufe jetzt erstmal unten an. Und gebe Bescheid, nicht, dass die dich suchen. Tatsächlich ist Lenas Mutter schon ganz krank vor Sorge. Auch Schwester Luisa ist plötzlich alarmiert. Die 13-Jährige hat neben dem Schwindel noch andere Symptome. Ich messe mal deinen Puls. Der ist schon ganz schön schnell. So. Oh, 38,1. Nicht, dass du da was ausbrütest. Als die Lena dann vom Tisch aufgestanden ist und ganz schön im Schwanken geriet, habe ich mir doch Sorgen gemacht, denn eigentlich war sie ja nur Besucherin. Und als die Vitalparameter dann auch nicht so rosig waren, wie beispielsweise Temperatur von 38,1, habe ich mich dazu entschieden, sie doch eher mal der Tabea vorzustellen. Weißt du was, vielleicht gehst du einmal auf die Liege. Ich glaube, da geht das ein bisschen besser mit dem Untersuchen. Ja? Ja. Hallo. Hallo. Lena, da bist du, ja, Mensch. Also, offensichtlich die Mutter. Hallo, ja. Mensch, was ist denn hier los? Karin, war mein Name, Entschuldigung. Das ist ja meine Tochter, Lena. Die Schwester hat sie gerade reingebracht. Tabea Roth ist übrigens mein Name, ich bin die Ärztin. Und hatte gesagt, dass sie irgendwie aufgefunden hat, dass ihr schwindelig war. Ja, schwindelig und jetzt hat sie auch ein bisschen Temperatur. Ach du meine Güte. War sie in letzter Zeit krank? Also es ist so, sie hatte immer zwischendurch immer so fiebrige, nicht fiebrige, aber kränkliche Anfälle, sage ich mal so. Aber sie hatte nie was. Also wir waren auch beim Kinderarzt mehrfach, der Blut abgenommen und so diese üblichen Untersuchungen, würde ich mal sagen, und hat nie was gefunden. Mhm. Okay. So war das. Und das Komische daran war noch, dass sie am Wochenende eigentlich immer wieder gesund war. Und deswegen haben Sie gedacht, das hängt eher so ein bisschen vielleicht mit der Schule zusammen? Genau. Oder? Mhm. Also sowas. Ich habe überlegt, ob sie vielleicht gemobbt wird, weil das ist ja dann auch oft so ein Thema, aber sie sagte. Aber Fieber kommt natürlich jetzt nicht davor. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. So, dann schau mich mal an. Tut das weh hier? Da auch nicht. Okay. Lymphknoten sind auch ein bisschen geschwollen. Hat sie irgendwelche Vorerkrankungen? Irgendwas, was bekannt ist? Nein, gar nichts. Impfungen alle erhalten? Alles ganz regelmäßig. Ich hör mal einmal auf dein Herz. Die Schwester sagte ja, dass das irgendwie, dass der Puls ganz unregelmäßig war. Ja, ist tatsächlich so. Also es schlägt auch ganz unregelmäßig. Ich konnte das da also auch ganz eindeutig hören, dass da irgendwas nicht stimmte. Zusätzlich hatte sie etwas erhöhte Temperaturen, geschwollene Lymphknoten. Und der ganzen Sache wollte ich dann doch schon mal auf den Grund gehen. Also es wäre schon besser, wenn du einmal hier bleiben würdest zur Abklärung. Und wie lange muss ich nicht in die Schule gehen? Das werden wir mal sehen. Also je nachdem, was du hast, das würde ich jetzt schon gerne abwarten. Werden wir dann entscheiden, wie lange du auch nicht in die Schule musst. Okay? Ja, kannst du mir bitte mein E wiederbringen? Ja, natürlich. Aber zuerst muss ich natürlich in der Schule Bescheid geben, dass du jetzt ein bisschen länger vielleicht ausfällst dann auch. Ja, ne? Mir geht's doch. Ich muss doch nicht hier bleiben. Ja, ich kann wieder nach Hause gehen. Ich denke nicht, dass du jetzt einfach wieder nach Hause gehen kannst. Aber mir geht's wirklich gut. Ich kann wirklich wieder nach Hause. Nein, guck mal, du hast wirklich Temperatur. Gut, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das EKG. Genau. Nehmen gleich Blut ab. Ja. Das kannst du übernehmen. Mach ich. Natürlich, wenn ich so einen relativ unklaren Fall habe, wo es dann auch natürlich um einen eher unregelmäßigen Herzrhythmus geht, dann ist es immer besser, ein Kind stationär zu behalten und das stationär abzuklären. Ich habe dann auch direkt ein EKG veranlasst und natürlich auch eine Blutuntersuchung, um schon mal so eine Basisdiagnostik zu haben, damit man einfach gucken kann, in welche Richtung das dann weitergeht. Was mir bei Lena in letzter Zeit aufgefallen ist, dass sie sehr, hatte ich ja gesagt, irgendwie ungern zur Schule geht. Deswegen dachte ich, dass es mit Mobbing zusammenhängt, dass sie oft so kränklich ist. Und beim Elternsprechtag habe ich erfahren, dass sie sehr unkonzentriert ist und sehr, also die Leistungen sehr nachlassen. Sie war mal eine sehr gute Schülerin. Bevor sie in die Schule kam, konnte sie schon lesen. Mhm. Also sie hat sich alles oder viel selber beigebracht und ich habe jetzt das Gefühl, dass sie sehr, sehr nachlässt. Ich weiß nicht, ob das psychische Probleme sind oder.
machen Sie sich jetzt erstmal keine Sorgen. Sie ist hier in guten Händen. Wir gucken nach ihr. Ich behalte das im Hinterkopf. Ist gut, dass Sie das gesagt haben. Ja. Aber jetzt warten wir erstmal auf die Blutwerte und aufs EKG. Okay, alles klar. Gut, dann hole ich jetzt die Sachen und komme dann wieder. Gut, wunderbar. Dann bis später. Dankeschön. Lenas merkwürdiges Verhalten bezüglich der Schule wird für die Diagnose noch eine wichtige Rolle spielen. Was Tabia Rohde bisher nicht weiß, auch nach Dienstschluss wird der Fall noch einige Überraschungen für sie bereithalten. Möchtest du einmal noch mal gerade drüber gucken? Ich weiß, du willst gehen, aber wäre schon noch wichtig. Ehrlich gesagt, möchte ich da gerade nicht mehr drüber gucken, aber ja, ich mach's noch. Ja, nein, das ist wirklich wichtig. Was war jetzt das? Lena? Ah! Hallo, kannst du mal, Tabea, kannst du mal bitte kommen? Lena, was machst du hier draußen? Was ist passiert? Tut weh. Was tut weh? Mein Bein. Wir gehen erstmal zurück in dein Zimmer, ja? Natürlich gehe ich dann nicht und lasse die Schwester damit alleine, sondern bin dann auch noch mal mit ins Zimmer und habe noch mal geschaut, ob wir die Situation etwas aufklären können. Läufst du denn hier auch rum, sag mal? Ja, ich wollte was zurückbringen. Du wolltest was zurückbringen, okay. Dann setz dich mal hin. Was ist denn in deinem Bett los? Ja, ich wollte gerade fragen, was ist denn hier los? Das ist ja alles voller Tannennadeln. Aus, wie im Wald hier. In Lenas Bett waren so Tannennadeln. Woher die jetzt kommen sollten, war mir mal total unklar, weil sie ist hier in einem Krankenhaus und hier sind natürlich keine Tannen. Deswegen habe ich da mal nachgefragt, woher das kommt und habe dann ja doch ganz interessante Informationen von Lena bekommen. Woher kommt das? Ja, ich war in letzter Zeit öfters im Wald. Aha, warum? Was hast du da gemacht? Weil es da schön ist. Okay, was hast du gemacht? Ich habe mein E wieder gelesen. Okay. So. Und im Wald ist halt irgendwie nett und ruhig und schöne Ecke. Und dann hast du dir gedacht, das ist eine gute Idee. Ja. Okay. Ich kontrolliere nochmal gerade die Temperatur, weil es fühlt sich echt heiß an. Aber jetzt sag uns nochmal gerade, du hast gesagt, du wolltest was zurückbringen. Was denn? Ja, es ist egal. Okay. Du hast jetzt 39,5, also gut ist das jetzt auch nicht. Nee, allerdings nicht. Leg dich bitte mal hin. Sag mal, wenn du im Wald warst, hat dich da mal was gestochen? Ja, in der Kniekehle, aber es war vor längerem. Welche Kniekehle? Da rechts. Darf ich das mal sehen? Ja. Als ich dann gehört habe, dass Lena sehr viel Zeit im Wald verbringt und liest und da sitzt, hatte ich natürlich sehr, sehr schnell einen ganz klaren Verdacht, woher die geschwollenen Lymphknoten und das Fieber kommen können. Und da sieht man auch mal wieder, wie wichtig eigentlich die Anamnese ist und die Informationen, die wir Ärzte vom Patienten bekommen. Das ist gar nichts. Okay. Mhm. Kannst du wieder runter machen, ist überhaupt nichts zu sehen. Und als dich da was gestochen hatte, war da was zu sehen? Mm-mm, nix. Nee? Also, wir haben die geschwollenen Lymphknoten, wir haben Fieber, wir haben diesen Stich oder Biss. Mhm. Und du weißt, woran ich denke? Ja, ich weiß. Diese Informationen mit dem Biss und auch, dass sie eben häufig im Wald ist, das waren so die letzten Puzzleteilchen, die mir noch gefehlt haben, um dieses gesamte Bild zusammenzusetzen. Und es war mir dann relativ schnell klar, welche Laboruntersuchungen ich veranlassen muss, um zum Ziel zu kommen. Warum sie allerdings jetzt so häufig im Wald war und was sie da eigentlich die ganze Zeit gemacht hat, die Information, die hat uns noch gefehlt. Ich würde vorschlagen, wir nehmen ihr nochmal Blut ab und schicken das nochmal ins Labor, machen da vielleicht ein bisschen Druck, dass wir morgen vielleicht schon das Ergebnis haben, ne? Ja, ist wahrscheinlich gut. Entzündungswerte waren sowieso ein bisschen erhöht. Wir fangen auch schon direkt mit Antibiotika an. Kannst du es noch schnell anordnen? Ja, danke. Klar, kein Problem. Am nächsten Morgen wird sich der Verdacht der Kinderärztin leider bestätigen. Erstmal wirft zu Dienstbeginn aber nicht nur eine Zeitschrift, sondern auch die Ankunft von Lenas Mutter neue Fragen auf. Denn die 38-Jährige hat in der Schule ihrer Tochter etwas Besorgniserregendes erfahren. Hi. Hi. Und, alles gut? Ich bin jetzt fertig. Ich hab was für dich. Die habe ich gefunden. Die hast du doch gesucht, oder? Ja. Wo hast du die her? Die lag da vorne bei den Wasserflaschen. Da habe ich die aber sicher nicht hingelegt. Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Die auch nicht da hingelegt. Bist du dir sicher? Finde ich jetzt schon sehr verrückt. Ah, hallo. 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 Hallo, Sie haben angerufen, dass was mit Lena ist. Möglicherweise haben wir da medizinisch auch so ein bisschen das Geheimnis gelüftet. Okay. Inzwischen. Was Ernstes? Ist es was Ernstes, oder? Ja, also ich glaube, das besprechen wir dann lieber gleich im Zimmer. Okay. Letzte Zeit nicht in der Schule. Woher wissen Sie das jetzt?
Ich habe heute Morgen in der Schule angerufen, um sie krank zu melden. Mhm. Und die sagten mir, dass sie in letzter Zeit regelmäßig fehlen würde. Dass sie mir eine Unterschrift fälscht und einfach nicht zum Unterricht erscheint. Tabea Rohde vermutet nun, dass Lena statt in der Schule im Wald ihre Zeit verbringt. Nur warum sich die 13-Jährige so vehement vor der Schulbank drückt, kann sich bisher niemand erklären. Und zwar haben wir ja noch mal Blut abgenommen und haben festgestellt, dass du Borreliose hast. Also du hattest wohl einen Zeckenbiss. Und da haben wir, wie gesagt, Blut ins Labor gegeben. Und das war positiv. Also sie hat Borrelien. Und das ist die Erkrankung, die das Ganze bei ihr ausgelöst hat. Lena hat eine Borreliose. Also letztendlich eine durch Zecken übertragene Erkrankung. Das sind Bakterien, die dann eben diese Symptome auslösen, die Lena gezeigt hat. Es ist gut, dass wir das früh erkannt haben. Je länger das unerkannt bleibt, und es bleibt leider auch häufiger mal unerkannt, desto schwieriger ist es dann auch zu behandeln und desto wahrscheinlicher sind auch Folgeschäden. Deswegen, wir haben es relativ früh, in einem relativ frühen Stadium erkannt, können das jetzt mit Antibiotika behandeln und dann wird sie auch wieder gesund. Und woher bekommt man das? Naja, sie sagt ja, sie war halt viel im Wald, sie hat da einen Zeckenbiss gehabt. Ja, und die haben halt eben Borrelien übertragen. Ne? In der Kniekehle merkt man das nicht so, wenn man da gebissen wird. Okay. Sie haben doch bestimmt den ELISA-Test gemacht, oder? Den ELISA-Test? Was ist das? Ja, da ist ihre Tochter anscheinend ganz schlau. Sie hat mal nachgeschaut, offensichtlich. Und ja, wir haben einen ELISA-Test im Labor gemacht, das ist richtig. Als Lena dann plötzlich von diesem ELISA-Test sprach, war ich im ersten Moment ganz schön baff. Aber im zweiten Moment hat mich das dann doch auf eine Idee gebracht. Und woher weißt du das? Also, ich glaube, ich könnte da vielleicht so ein bisschen helfen. Kann ja sein, dass du vielleicht meine Zeitschrift gestern mitgenommen hast? Also ich wollte sie wirklich nicht klauen, aber die ganzen Kinderbücher waren alle so langweilig. Und dann hast du gedacht, da kannst du meine Zeitschrift mitnehmen, weil da steht nämlich auch hier. Ne? Da ist zufällig ein Artikel drin über ELISA, okay. Steht hier. Und das hast du dir durchgelesen und dir das alles merken können? Ich lese halt gerne. Und was liest du dann? Philosophie, Physik und Chemiebücher. Sowas interessiert dich? Ja. Wow, das hat mich nicht interessiert in deinem Alter. Aber schau mal, Lena, ich habe heute Morgen mit der Schule telefoniert und die sagten mir, dass du regelmäßig nicht zum Unterricht erscheinst. Wenn dich das doch so interessiert, warum gehst du denn dann nicht dahin, in die Schule? Ja, die Schule ist halt langweilig und das mit dem Krankschreiben hat ja auch nicht so, also so lang angehalten und dann habe ich deine Unterschriften gefälscht. Ja. Du weißt, dass man das eigentlich nicht macht, dass es nicht okay ist, ne, Unterschriften zu fälschen. Es ist ja schon komisch, wenn sie sagt, sie langweilt sich in der Schule, sie schwänzt die Schule, liest aber dann diese ganzen Dinge und kann sich so Sachen wie ELISA-Tests und sowas merken. Ja. Das sind ja schon alles Zeichen dafür, dass sie vielleicht auch einfach ein bisschen unterfordert ist und dass ihr einfach in der Schule was fehlt. Deswegen würde ich Ihnen raten, einmal einen IQ-Test machen zu lassen an einer wirklich anerkannten Stelle. Ja. Und dann kann sie eventuell auch eine bessere Förderung erfahren, natürlich. Okay. Und sich dann auch weniger langweilen in der Schule und einfach viel mehr davon profitieren. Ne? Ja. Es ist wichtig zu wissen, ob ein Kind hochbegabt ist oder nicht. Denn wenn man weiß, dass es hochbegabt ist, kann man es auch entsprechend fördern. Und das ist für diese Kinder unheimlich wichtig, damit sie eben auch einen guten Schulabschluss bekommen. Das ist vielleicht so ein bisschen paradox, aber sehr häufig sind hochbegabte Kinder nicht automatisch auch gut in der Schule. Haben Sie noch Fragen? Nee, eigentlich gar nicht. Erstmal vielen Dank. Vielleicht noch eine kleine Sache medizinisch. Du wirst auf jeden Fall noch ein paar Tage bleiben, weil wir müssen die Antibiotikatherapie noch zu Ende führen. Und da muss ich schon sicher sein, dass du da auf jeden Fall gesund nach Hause gehst. Wenn die Antibiotikatherapie aber abgeschlossen ist, kann sie natürlich nach Hause gehen. Und dann wird sie auch sehr schnell besser gehen. Nach 5 Tagen war Lena von der Borreliose genesen und durfte wieder nach Hause. Ein Intelligenztest bestätigte bei der Schülerin eine Hochbegabung. Seit sie entsprechend gefördert wird, macht ihr auch das Lernen in der Schule wieder Spaß.